Jetzt haben wir hier Herrn Dr. Anton Jesche vom Institut für Physik der Universität Augsburg. Ich möchte auch ihn kurz vorstellen. Er leitet seit Juni 2015 eine EMI-NOETA-Forschungsgruppe, also aus dem EMI-NOETA-Programm der DFG, im Bereich Experimentalphysik, eben am Institut für Physik der Uni Augsburg. Die Gruppe befasst sich mit dem Thema Investigation of Transition Metal Compounds with Unquenched Orbital Magnetic Moments. Zuvor hat er an der Gruppe von Professor Philipp Gegenwart am gleichen Institut zum Thema Crystal Growth and Physical Characterization of Strongly Correlated Electron Systems gearbeitet. Das war Ihre Dissertation? Nein, das war eine kurze Postdoc-Zeit, eine kurze Zeit als akademischer Rat. Okay. Genau, also genau. Davor bereits schon als Postdoc am Ames Laboratory in den USA bei Professor Paul Canfield für neue Materialien und Ground States zuständig. In 2011 promovierte er am Max-Planck-Institut für chemische Physik oder Chemical Physics of Solids in Dresden in der Gruppe von Professor Frank Steglich, der dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt ist, und Christoph Geibel über das Thema 3D- und 4F-Korrelationen in quaternären Eisenpniktiden, wie man so ein schweres Wort finde. Und ja, er möchte uns heute etwas zum Thema Supraleitung erzählen, mit dem Titel Supraleitung von Quecksilber zur Stinkbombe. Dann übergebe ich Ihnen das Wort. Vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung und Möglichkeit, heute hier vorzutragen. Ich möchte über Supraleiter sprechen. Wie der Name schon sagt, Supraleiter leiten sehr gut, verlustfrei, nicht Wärme oder Wasser, sondern elektrischen Strom. Und dabei ist nicht nur die elektrische Leitung an sich interessant, sondern in viel höherem Maße die Erzeugung sehr starker Magnetfelder, die damit verbunden ist. Bewegte Ladung erzeugt ein Magnetfeld. Wenn man Ladung verlustfrei bewegen kann, ermöglicht das die Erzeugung sehr großer Magnetfelder. Und das findet bereits Anwendungen in Schiffsmotoren oder in den Ablenkmagneten des Large Hadron Colliders am CERN oder im Magnetresonanztomographen. Hätte ich gerne eine kurze Rückmeldung. Wer hatte denn schon mal das Vergnügen, in einen Magnetresonanztomographen geschoben zu werden? Einmal ein kurzes Handzeichen. MRT, ja, mehr als die Hälfte. Dann waren Sie quasi von einem supraleitenden Magneten umgeben. Gut, ich möchte aber heute nicht allzu sehr auf die Anwendung eingehen, sondern die technologische Relevanz als gegeben ansehen. Ich möchte vielmehr über supraleitende Materialien sprechen. Wer sucht denn überhaupt nach supraleitenden Materialien? Oder besser, wer findet sie? Als Physiker, Chemiker, Kristallographen, Materialwissenschaftler? Alle zusammen. Wir werden sehen. Und wie verändert das Finden von neuen supraleitenden Materialien unser Verständnis der Supraleitung an sich? Ein Raumtemperatur-Supraleiter gibt es noch nicht, man muss immer abkühlen. Wie weit, das können wir auf folgender Grafik sehen. Wir haben hier Temperaturen aufgetragen in Kelvin, die kritischen Temperaturen für einige wichtige Verbindungen. Auf der X-Achse sehen wir das Jahr der erstmaligen Entdeckung der Supraleitung in diesen Stoffen. Zum Vergleich haben wir hier rechts noch einige wichtige Temperaturen, vor allem Siedetemperaturen, angeführt. Da haben wir den Siedepunkt von Helium, Wasserstoff, Neon, hier Stickstoff. So wie hier zum Beispiel Temperatur auf der Oberfläche des Pluto mit 40 Kelvin oder auf der Nachtseite des Mondes mit 125 Kelvin. Nochmal kurz zur Celsius-Skala. Wir sind hier bei etwa minus 70 Grad Celsius und hier unten bei minus 273 Grad Celsius. Der erste Supraleiter, der entdeckt wurde, das war Quecksilber. Das ist schon über 100 Jahre her, mit einer Sprungtemperatur von 4 Kelvin. Um das zu finden, um das zu untersuchen, war natürlich erstmal die notwendige Kühltechnik sicherzustellen. Und das gelang diesem Herrn, Heike Kamerlingh-Onnes, in Leiden, in den Niederlanden, im Jahr 1908. In der Wissenschaftsgeschichte wird das häufig mit dieses Projekt, diese systematische Projekt zur Verflüssigung von Helium Kobalt als das erste Beispiel für Big Science angesehen. Also Kamerlingh-Onnes hat nicht im kleinen Kämmerchen geforscht, er hat ein großes Institut geleitet, er hat Glasbläser angestellt, Werkzeugmacher, Techniker, Ingenieure. Am Ende die Verflüssigung von Helium 1908, das war ein weltweit beachtetes und gefeiertes Ereignis. Wenn man sich das
Bild hier mal anschaut, hier ist der Glaskryostat nicht allzu gut zu erkennen auf dem Bild. Aber was ganz interessant ist, hier zum Beispiel die Gasflasche. In Form und Größe erinnert das schon ziemlich stark an die Gaszylinder, wie wir sie auch heute verwenden. Das stand alles schon zur Verfügung. Im Gegensatz zur Entdeckung, zur erfolgreichen Verflüssigung von Helium, war die Entdeckung von Supraleitungen naja, nicht ganz so enthusiastisch aufgefasst worden. Zunächst. Was war passiert? Man hat hier den elektrischen Widerstand einiger Metalle gemessen. Ein paar frühe Daten sind hier zu sehen. Der elektrische Widerstand als Funktion der Temperatur. Und dann sieht man hier für Quecksilber eine Abnahme und bei etwa 4 Kelvin über 0 einen plötzlichen Sprung. Das war gänzlich unerwartet. Das waren die ersten Anzeichen dafür, dass Quecksilber unterhalb einer bestimmten Temperatur seinen elektrischen Widerstand vollständig verliert. Kann man sich natürlich die Frage stellen, warum hat er das überhaupt gemessen und warum gerade Quecksilber? Die Frage, die es allgemein zu beantworten galt, war, wie verhalten sich Metalle bei sehr tiefen Temperaturen? Es wurde kontrovers diskutiert zu der Zeit. Gibt es ein Minimum? Nimmt der Widerstand wieder zu? Nähert sich der Widerstand mehr oder weniger monoton null? Oder gibt es eine sprunghafte Abnahme? Eben diesen Fragen hat sich Onnes gewidmet und dabei auch Metalle, wie zum Beispiel Gold, mit verschiedenen Anteilen von Verunreinigungen untersucht. Dass es diese sprunghafte Abnahme von Quecksilber gab, das kam natürlich sehr überraschend. Man hat es natürlich zunächst auch für einen Messfehler gehalten. Die erste Vorrichtung bestand aus einem U-förmigen Gebilde, in das zwei Platindrähte gehalten wurden. Beim Erreichen von Nullwiderstand lag der Verdacht nahe, na gut, das ist ein Kurzschluss. Die beiden Platindrähte haben sich berührt, als Funktion von thermischer Ausdehnung oder was auch immer. Es ließ sich aber reproduzieren und hat zu sehr genauen Messungen geführt. Hier zum Beispiel dann eine Messapparatur zweiter Generation. Man sieht hier wirklich eine signifikante Länge an Quecksilber. Und Onnes konnte damit zeigen, dass der Widerstand unterhalb von 4 Kelvin immer noch nicht messbar ist. Er konnte lediglich eine Obergrenze festlegen. Und diese Obergrenze war schon 10 hoch 10 mal kleiner als die Leitfähigkeit von Quecksilber bei Raumtemperatur. Nicht messbar. Schon Onnes selbst hat die Idee gehabt, diesen Effekt zu nutzen, um starke Magnete herzustellen. Er hat aber relativ schnell festgestellt, dass die Stromstärke, die man durch den Supraleiter schicken kann, nicht unbegrenzt ist. Sie bricht zusammen ab einer bestimmten Stromdichte. Außerdem reagiert die Supraleitung sehr empfindlich auf externe Magnetfelder. Das Wickeln einer Spule und das Erzeugen sehr starker Magnetfelder hat nicht funktioniert. Und es sollte eine ganze Weile dauern, bis eine Verbindung gefunden wurde, die wirklich starke Stromdichten aushält und auch hohe Magnetfelder ermöglicht. Und das bringt uns zum zweiten Beispiel, nämlich die Entdeckung von Niob-3-Zinn im Jahre 1954. Das ist schon ein relativ großer Sprung, aber wir haben nicht allzu viel Zeit, sozusagen 20 Minuten für 100 Jahre Supraleitung. Gut, Niob-3-Zinn wurde entdeckt von diesem Herrn, von Bernd Matthias. Er ist übrigens in Frankfurt geboren worden, hat in der Schweiz studiert und ist nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA emigriert. Er hat nicht nur Supraleitungen in Niob-3-Zinn gefunden, sondern mehrere hundert Supraleiter entdeckt. Bevor er mit dieser systematischen Arbeit angefangen hatte, kannte man nur ein paar Dutzend supraleitende Verbindungen bzw. Elemente. Und was Sie hier sehen, ist nicht ein Ausschnitt über die erste Veröffentlichung von Supraleitung in Niob-3-Zinn, es ist die ganze Publikation. Es ist nur diese knappe eine Seite, die beinhaltet alles. Die Herstellung, die physikalischen Messungen, die Interpretation. Fertig. Niob-3-Zinn ist nach wie vor eines der wichtigsten supraleitenden Materialien, die in Hochleistungsmagneten zum Einsatz kommen. Von kommerzieller und technologischer Relevanz, noch heute. Wie hat er die Supraleitung gemessen? Er hat nicht wie Onnes den elektrischen Widerstand gemessen, sondern er hat sich die zweite definierende Eigenschaft eines Supraleiters zunutze gemacht. Meissner und Ochsenfeld haben in den 30er Jahren schon herausgefunden, dass ein Supraleiter ein magnetisches Feld aus seinem Inneren verdrängt und somit ein sehr, sehr starker Diamagnet ist. An der Verbesserung von solchen Messaufbauten hatte Matthias kein sehr großes Interesse. Er hat ein ausbalanciertes System von Spulen verwendet, das mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden konnte. Die Probe wurde in diese Spulen eingebracht, mit der Ausschlag mit einem Galvanometer gemessen.
die nutzt die abfallende Spannung. Zeigerausschlag nach links heißt Supraleiter, Zeigerausschlag nach rechts, Ferromagnet. Kein Zeigerausschlag bedeutet, Verbindung ist relativ uninteressant. Und hat die nächste untersucht. Warum hat er überhaupt NIRP 13 untersucht? Gut, es gab, es wurde Supraleitung in einer ähnlichen Verbindung entdeckt, Vanadium 13. Die Schlussfolgerung von Matthias war eigentlich, war mehr oder weniger, gut, NIRP steht im Periodensystem unter Vanadium, Zinn steht unter Silizium, würde nur die Höhlenelektronen zur chemischen Bindung beitragen, sollte diese Verbindung chemisch stabil sein. Und in der Tat, sie hat sich geformt. Er hat sie selbst hergestellt. Er hat sie selbst untersucht. Das Wissen der damaligen Zeit um Supraleiter kann man in den sogenannten Matthiasschen Regeln zusammenfassen. Bei 6 Regeln, die waren noch gültig, als gültig angesehen bis etwa in die 60er, Mitte der 70er Jahre. Hochsymmetrische Verbindungen sind gut, am besten kubische Verbindungen. Eine hohe Zustandsdichte, eine hohe elektronische Zustandsdichte ist ebenfalls von Vorteil. Keine Oxide, keine magnetischen Materialien, keine Isolatoren und ganz wichtig, der letzte Punkt, halte dich fern von Theoretikern. Muss man nicht allzu ernst nehmen, aber dazu kommen wir noch. Gut, im Rückblick muss man sagen, dass all diese Regeln, bis auf die zweite, eigentlich falsch sind. Wir werden sehen, warum. Die erste Ausnahme hat man schon relativ früh gefunden. Und das bringt uns zu Zerkupfer 2 Silizium 2, entdeckt 1979 von Frank Steglich. Und Frank Steglich hat hier in Darmstadt sehr wichtige Beiträge, nicht nur zu Zerkupfer 2 Silizium 2, sondern zu schwere Fermionensupraleitung, zur Tieftemperaturphysik allgemein geleistet. Zerkupfer 2 Silizium 2 gilt als der erste schwere Fermionensupraleiter. Hier mal ein paar frühe Daten. Der Widerstand aufgetragen als Funktion der Temperatur. Eine scharfe Abnahme bei etwa einem halben Kelvin. Hier rechts die spezifische Wärme, ebenfalls als Funktion der Temperatur. Hier sieht man einen scharfen Sprung. Dieser Sprung ist ungefähr 1000-mal höher, als man es bei einem konventionellen Supraleiter erwarten würde. Daher der Name schwere Fermionen-Supraleitung. Nun mag man denken, gut, Supraleitung bei einem halben Kelvin, das ist ja doch eher recht speziell. Stimmt nicht. Das hat ganz weitreichende Konsequenzen. Zum einen für das Verständnis von stark korrelierten Elektronensystemen, also Systemen, in denen die Elektronen sich nicht wie ein einfaches Gas verhalten, sondern stark miteinander wechselwirken, sich ähnlich wie eine Flüssigkeit, eine schwere Flüssigkeit verhalten. Zum anderen aber viel allgemeiner für die Supraleitung an sich, für das Verständnis von Supraleitung an sich. Denn bis dahin war man der Meinung, dass sich Magnetismus und Supraleitung gegenseitig ausschließen. Ein Blick aufs Periodensystem zeigt, warum. Man findet, dass bis auf wenige Ausnahmen alle Elemente entweder einen magnetisch geordneten Grundzustand zeigen oder einen supraleitenden Zustand. Nie beides oder nie ein Übergang. Und dabei geht es nicht nur um magnetische Ordnung, um langgleichheitliche magnetische Ordnung, sondern schon das Vorhandensein von lokalen magnetischen Momenten hat man als unverträglich mit Supraleitung angenommen. Warum? Weil ein lokales magnetisches Moment die supraleitenden Cooper-Paare aufbricht. Und in der Tat, Cr, Valenzzustand 3+, trägt ein sehr großes lokales Moment. Brachte man das in irgendeine der damals bekannten Verbindungen ein, ging die Supraleitung rapide in die Knie. Bei Cr-Kupfer 2 Silizium 2 war es genau umgekehrt. Man brauchte die lokalen Momente des Cr's, um den supraleitenden Zustand zu erreichen. Hat man Cr mit nichtmagnetischem Lanthan ersetzt, hat das zu einer sehr schnellen Unterdrückung der Supraleitung geführt. Und dieses Umdenken oder diese Einsicht, dass auch magnetische Wechselwirkungen paarbildend sein können, war zu dem Zeitpunkt ganz neu und hat sicher auch die Suche nach neuen Supraleitern beeinflusst. Dabei sicher auch die Entdeckung der Kuprate, die etwa 7 Jahre später stattgefunden hat, 1986 von Bettnartz und Müller. Hier mal die Kristallstruktur, ich will gar nicht weiter ins Detail gehen. Wichtig ist das Merkmal Kupfersauerstoffebenen. Die allererste Veröffentlichung, in der man Supraleitungen im System Lanthan, Barium, Kupfer und Sauerstoff gefunden hat, in dieser Veröffentlichung war noch gar nicht bekannt, dass es wirklich diese Verbindung ist, die Supraleitung trägt.
Man wusste lediglich, es handelt sich um ein Gemisch dieser vier Elemente. Es liegt eine perovskitartige Phase vor, die vermutlich die Supraleitung trägt. Es gibt aber noch zwei weitere Phasen. Aber der Anfang war gemacht. Man hat dann auch recht schnell diese Phase als eigentlichen Träger der Supraleitung initiiert, weitere Substitutionen durchgeführt und schließlich hat man diese Kupferoxidebenen auch in anderen Materialien gefunden. Und der große Durchbruch war die Entdeckung von yttriumbarem Kupferoxid. Dabei ganz entscheidend, man überschreitet hier die Linie zum flüssigen Stickstoff. Und das ist wichtig aus ganz praktischen Gründen, denn man kann ungefähr sagen, ein Liter Stickstoff kostet so viel wie ein Liter Bier. Für Helium muss man ungefähr mit einem guten Wein rechnen. Das macht schon einen beträchtlichen Unterschied aus. Hat also den Zugang zur Supraleitung für viele Messtechniken ermöglicht. Gut. Hier noch einige weitere Beispiele für die Kuprate. Alle zeigen als gemeinsames Merkmal die Kupfersauerstoffebene. Nun, jetzt sind wir mit den Kupraten hier bei 130 Kelvin. Da fragt man sich, na gut, warum braucht man jetzt noch Niob-3-Zinn-Supraleiter oder Niob-Titan-Legierung, wenn man jetzt alles mit flüssigem Stickstoff machen kann? Problem hierbei ist, dass die Kuprate zum einen recht spröde Keramiken sind als Oxide. Die lassen sich nur schwer in ein Kabel formen. Zum anderen sind die kritischen Stromdichten recht hoch, aber nicht entlang aller Richtungen. Das heißt, anschaulich in etwa, wenn man ein polykristallines Material, einen Stromfluss in einem polykristallinen Material betrachtet und zwischen den polykristallinen Körner einen Winkel anbiegt, dann nimmt die Supraleitung oder die kritische Stromdichte mit diesem Winkel kontinuierlich ab. Man versucht sich deshalb mit sogenannten Band-Supraleitern zu behelfen. Das hat zum einen, das soll zum einen für mechanische Stabilität sorgen und zum anderen wachsen die Kuprate epitaktisch auf diesen metallischen Bändern auf, sodass das Misalignment, also die Verkippung zwischen verschiedenen Körnern, möglichst klein ist und entsprechend hohe Stromdichten möglich sind. Zu den Kupraten gibt es in etwa 10 hoch 5 wissenschaftliche Publikationen bis zum heutigen Tag. Es ist unmöglich, alle zu lesen. Das bringt mich zur nächsten Verbindung. Also trotz diesem großen Interesse an Hochtemperatur-Supraleitung hat man einen ganz einfachen Supraleiter bis zum Jahr 2001 einfach übersehen. Das ist Magnesium Diborid, hier gezeigt. Entdeckt von Jun Akimitsu in Japan. Hier ein paar Bilder aus der ersten Publikation. Wir haben ein Röntgen-Pulver-Diffraktogramm, die Struktur, die Magnetisierung als Funktion der Temperatur mit dem schönen Übergang bei 39 Kelvin und eine Widerstandsmessung als Funktion der Temperatur. Ebenfalls mit einem sehr schönen Übergang. Das Paper ist etwa 5000 Mal zitiert, hat einen riesigen Hype ausgelöst, dabei auch jede Menge theoretische Betrachtungen. Und es sind ja keine Theoretiker hier, deshalb kann ich das sagen. Die Theoretiker waren nach dieser Entdeckung natürlich sofort in der Lage, sehr genau zu beschreiben, warum dieses Material supraleitend ist. Vorhersagen konnte es aber niemand. Und naja, das, da kommt man manchmal so den Eindruck, dass das ähnelt der Analyse von Aktienkursen. Es geht im Rückblick immer sehr gut. Aber eine erfolgreiche Vorhersage ist ungleich schwieriger. Aber das stimmt nicht ganz, die Theoretiker können viel mehr und das werden wir in den nächsten beiden Beispielen sehen. Das bringt mich zu den Eisen-Arsenid-Supraleitern, entdeckt im Jahr 2008 von Hideo Hosono in Japan, diesem Herrn. Er hat gar nicht nach supraleitenden Materialien gesucht, sondern er hat eigentlich nach transparenten Elektroden gesucht, als Ersatz für das üblichere Indium-Zinnoxid. Gefunden hat er einen Supraleiter mit einer Sprungtemperatur von 26 Kelvin, der überraschenderweise auf Eisen basiert. Zunächst haben wir erstmal gefunden in Lanthan, Eisen, Arsen, Sauerstoff, dotiert mit Fluor. Und hier hat die Theorie einen direkten Beitrag geleistet. Und zwar hatte Hosono an einer sehr ähnlichen Verbindung Supraleitung gefunden bei 4 Kelvin. In Lanthan, Eisen, Phosphor, Sauerstoff. 4 Kelvin ist jetzt nicht so spannend, aber eine Untersuchung der Bahnstruktur hat nahegelegt, dass es sich dabei um einen Supraleiter mit niedriger Ladungsträgerkonzentration handelt. Und das hat die Fluordotierung motiviert. Ein Sauerstoff nimmt sich in einem einfachsten Bild 2 Elektronen, sind wir in einem Valenzzustand von 2 minus, Fluor nur 1. Das heißt also, mit jedem Fluoratom, das man für Sauerstoff dotiert, bekommt man ein Elektron fürs Leitungsband.
erhöht also die Ladungsträgerdichte. Und in der Tat hat das die Verbindung noch deutlich übertroffen wurde. Dabei sind die Eisenarsenide im Gegensatz zum Magnesiumdiborid kein Einzelkind, sondern es gibt eine ganze Klasse von diesen Materialien. Entscheidendes Merkmal ist hier ein quadratisches Eisengitter, immer mit einem Arsenatom über dem Quadrat bzw. darunter in alternierender Abfolge. Und das findet man in einer ganzen Vielzahl von Strukturtypen mit dabei, Deuterium-Chrom 2-Silizium-2 Strukturtyp. Das ist der Strukturtyp mit den meisten Vertretern überhaupt. Es gibt über 800 Verbindungen, die in dieser Kristallstruktur kristallisieren. Man ist also sehr flexibel. Man kann Arsen zum Beispiel durch Phosphor ersetzen, Eisen durch Mangan, Kobalt, Nickel, Kupfer, die Erdalkalimente Strontium, Barium, Calcium oder auch die leichten seltenen Erden sind hier möglich. Nicht in allen Kombinationen, aber es ermöglicht einen riesigen Spielraum. Und es ermöglicht zu schauen, wie denn die supraleitenden Eigenschaften von diesen strukturellen Eigenschaften abhängen, also eine Struktureigenschaftsbeziehung aufzustellen. Und es gibt nicht nur diese zwei Gruppen, es gibt mindestens 5 Klassen dieser eisenbasierten Supraleiter. Immer das definierende Merkmal, das quadratische Eisengitter mit dem Pnictitatom darüber und darunter, getrennt durch verschiedene Spacer. Gut, das letzte Beispiel soll eine ganz neue Entdeckung sein. Und zwar gibt es starke Hinweise auf Supraleitung in Schwefelwasserstoff. Publiziert erst vor knapp einem Monat, ganz frisch. Da muss man dazu sagen, Schwefelwasserstoff ist unter Normalbedingungen ein Gas, ein sehr übel riechendes Gas. Es ist für den Geruch von faulen Eiern verantwortlich. Supraleitend wird dieses System bei Drücken von etwa 1 Million Atmosphären. Das ist also wirklich eine Stinkbombe, kann man sagen. Hier mal eine schematische Zeichnung der Druckzelle. Man lässt sozusagen Schwefelwasserstoff im gasförmigen Zustand in die gekühlte Druckzelle ein. 213 Kelvin, minus 60 Grad, das ist der Siedepunkt. Die Flüssigkeit, oder das Schwefelwasserstoffgas, kondensiert hier direkt in der Druckzelle aus und kann nachher sehr hohen Drücken ausgesetzt werden. Hier ein paar Datenpunkte. Man sieht den sehr schönen, scharfen, supraleitenden Übergang. Und man sieht, es wurde auch gezeigt, dass es einen Isotopeneffekt gibt. Also wenn man Wasserstoff durch Deuterium ersetzt, geht die Sprungtemperatur deutlich runter. Das erwartet man von einem mehr oder weniger klassischen Supraleiter. Hier noch einmal die Supraleitungssprungtemperaturen als Funktion des Druckes für Schwefelwasserstoff und für Deuteriumwasserstoff. Nochmal zum Vergleich, 100 GPA sind 1000 Kilo Bar, das sind 1 Million Atmosphären. Es handelt sich also wirklich um sehr hohe Drücke. Gut, das bringt mich zum Ende meines Vortrags. Wenn man sich diese wichtigen Entdeckungen anschaut, dann fällt auf, dass in allen Fällen die Probenherstellung ganz eng mit der eigentlichen physikalischen Messung verzahnt war. Und das ist eine Philosophie oder eine Strategie, die ich auch selbst in meiner Forschung verfolge. Es ermöglicht ein sehr effizientes Arbeiten, wobei sich Projekte meistens in eine von 3 Kategorien einordnen lassen. Man kann zum einen bekannte Supraleiter oder auch bekannte magnetische Verbindungen mit sehr, sehr guter Qualität herstellen. Und die Qualität wird dabei nicht festgemacht an einer chemischen Analyse oder einer röntgenografischen Untersuchung, sondern an der physikalischen Messung selbst. Wie hoch ist die Sprungtemperatur des Supraleiters? Wie scharf ist der Übergang in den supraleitenden Zustand? Wie ausgeprägt ist die Anisotropie? Der zweite Grundpfeiler, man kann bekannte Verbindungen variieren. Was passiert, wenn Atom A durch Atom B ersetzt wird? Geht die Sprungtemperatur hoch oder runter? Formt sich die Verbindung überhaupt? Das kann man sehr effizient und sehr schnell untersuchen. Und der dritte Standpfeiler ist natürlich die Suche nach ganz neuen Verbindungen. Motiviert durch Analogieschlüsse, Vorhersagen aus der Theorie oder einfach Neugierde und Intuition. Noch kurz zu den Parametern, die es dabei zu beachten gibt, beziehungsweise den Parameterraum, den man zur Verfügung hat.
Also in meiner Gruppe können wir synthetisieren bei Temperaturen bis zu 1500 Grad, beziehungsweise Lichtbogenwürfen auf über 3000 Grad. Auf der anderen Seite haben wir direkt Tieftemperatur-Equipment zur Verfügung. Also die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit sehr zuverlässig magnetische Eigenschaften bis zu 1,8 Kelvin zu messen. Und das ist heute ein Standard. Wenn man vorn mitspielen will, muss man das können. Nun ist die Frage, was jetzt eine Standardmessung in der Physik ist und was eine spezialisierte Messung ist, recht subjektiv. Einige Verbindungen sind bei 2 Kelvin noch nicht so interessant. Es gibt spezialisierte Gruppen, die deutlich niedrigere Temperaturen oder noch deutlich höhere Magnetfelder erreichen können. Dann kann man die Probe natürlich sehr gut verteilen. Wenn man schon eine physikalische Grundcharakterisierung vorgenommen hat, ist das natürlich von Vorteil. Gut, damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.